Eh. Okay, bereit. Lasst uns was murksen. Ich bin bereit. Wer ist denn hier vor mir? Wer sind Sie? Ah, Sie sind das. Hallo Schnucksi. Guck mal, Marco ist verloren. Hallo. Er findet nicht mehr raus. Ja. Ah, da ist er. Hallo. Hi. Okay, lasst uns mal was murksen. Mhm. Wir sind ja bestimmt hier irgendwie. Oh, schaut mal. Hier ist so ein Buch. Das leuchtet. Habt ihr es auch gesehen? Mhm. Es gab. Ja. Gab das irgendwas? Ich traue mich nicht, den Inhalt hier zu stehlen. Nee. Okay. Okay. Oh, so, guck mal, so hier öffnet einer so eine Box. Mhm. Okay, wo müssen wir hin? Der hat so einen. Hier müssen wir hin. Oh, guck mal, man kann die Libellen hier looten. Was? Okay. Die Quest ist rechts auf der Seite. Vielleicht mal so einen Bogen machen. Das ist böse. Hallo. Alter, die peitscht. Ist sie tot? Ist das, wer kriegt alles so Erfahrung? Kann die nicht looten? Ich glaube, wenn man daneben steht. Ich konnte den looten, ich hatte da was. Oh. Ich kann den nicht looten. Wenn die Viecher leuchten, haben die was gedroppt. Achso, also können die manchmal nichts gedroppt haben, oder wie? Ja. Okay. Oh, seht ihr hier den Sprengknochen liegen? Nee. Schade. Ja, ich habe einen Sprengknochen beschworen, der ist dann... Okay. Aber hier ist noch ein Vieh. Dann kannst du deinen Sprengknochen verwenden. Da ist er. Ey, wir sind wohl richtig krass, Mann. Oh lol, so eine Rippe ist hier abgefallen. Was? Oh, hier hat jemand eine Quest. Wo? Hier auf dem Weg. Sprengknochen, jetzt sehe ich den. Ah ja. Dieses stumpfkrallige Stück. Kajit. Ja. Hallo, was treibt ihr hier draußen mitten im... Nervös? Ich? Nun bringt diesen doch nicht zum Lachen. Halincir fühlt sich einfach nur schrecklich. Banditen haben diesen... Ihr helft diesem doch, oder? Oh, seid gesegnet. Dieser hat... Ihr seid eine wahre Heldin, Wanderin. Eine tapfere... Entschuldigt, ich wollte nur... Was zur Hölle? Es tut mir leid. Dieser ist ein wahres Nervenbündel. Halincir baut ein seltenes Kajitkraut an. Sehr köstlich und sehr begehrt. Gut, um damit Fisch zu würzen und um die Stimmung zu beruhigen. Okay. Zufrieden? Sorgt euch nicht, Wanderin. Ihr könnt euch auf Halincir verlassen. Fallura ist die treue Magd von diesem. Sie ist nicht sehr helle und sie ist sehr faul. Immerzu macht sie Notizen und stellt dumme Fragen. Aber ich lasse sie weiter für mich arbeiten. Halincir kümmert sich immer um seine Freunde. Das könnte ich, aber dieser mag Fallura. Und sie weiß wahrscheinlich schon zu viel. Oh, sie weiß zu viel über meine Anbautechniken, ja. Halincir hat viele geheime Anbautechniken, zum Beispiel Fischköpfe und Guardung als Dünger. Aber dieser hat schon zu viel gesagt, ja? Geht's um Drogen? Ich bin mir nicht so sicher. Wollen wir das denn gleich mitmachen, oder? Können wir machen. Ah, ist in die gleiche Richtung. Oder? Bin nur hier zum Murksen. Ich hab mal die andere Quest aktiv. Mit verborgener Ernte. Ne, ist genau in die andere Richtung. Ah ja. Ja, komm. Können wir ja mal gucken, ne? Ich will mal ein bisschen das Wasser vergiften. Ja. Die Leute umbringen. Leute. Wenn man auch nichts gemacht hat. Das ist ja cool. Da ist eine Keule war da drin.
Da ist so ein Toter. Huch! Kann man irgendwo schneller sehen, wo die Leute sind oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Schwierig. Oh, ich leuchte. Ich leuchte. Ach so, lol, ich habe schon Level up gemacht jetzt. Schon wieder? Ja, wie kann ich das beanspruchen nochmal? Ah, da. Triff eine Wahl. Jutebeinkleider, ne? Jute, habt ihr gesagt. Beanspruchen. Ja. Okay. Oh lol, ja, jetzt kann ich hier etwas, guck mal. Ah. Okay. Hi, ich bin weg. Ihr könnt mich nicht mehr sehen. Ja, ich bin unsichtbar. Wo bin ich? Sind wir weg, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Leute werden mich nicht sehen. Sind wir hier hoch? Bin ich richtig? Nee. Gar nicht? Oh, aber hier ist ein Turm. Schau dich mal den Turm an. Sind. Ich glaube, es ist richtig hier. Nee. Wir müssen nach Westen. Ja. Oben bei dem W. Achso, ich dachte, da steht für Fate Wado Floppy Disk. Mhm. Was ist denn das links für ein Riesendumpfmonster? Guck mal, mhm. Flusstroll. Hat er gerade was geworfen? Tja, witzig. Weiß ich genau, ich muss mal. Der hat nichts gedroppt. Doch, ich habe was bekommen. Wow. Eine Waffe und noch irgendwas. Ja, jetzt kommen das, das. Fähigkeiten. Geht zum Ahnengrab, habt ihr auch als Quest, oder? Jetzt gerade nicht, wir haben die verdorbene Ernte. Ja, dann muss ich nochmal wechseln. Also I, nee, O, J. Die Journal. Die verborgene okay. Ernte. Also meine eine verborgene Ernte. Ja. Ich kann so eine Eisfläche machen. Mhm. Die macht jede Sekunde den Gegnern Schaden. Also die müssen da drin sein. Mach mal. Zeig mal. Klar geht's um Drogen. Für was braucht man sonst Fischköpfe? Du kennst dich aus, Doktor. Du kennst dich aus. Darf ich fragen, woher? Wo hast du dein Fachwissen erworben? Jetzt ist es so friedlich. Oh, heiße Quellen. Plansch, 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 plansch. Wo müssen wir hin? Hm. Da oben oder so, ne? Das ist hier auf dem Berg, quasi. Hm, okay. Wie gerade in Ego-Perspektive sieht richtig witzig aus. Kann man die aus. Maus langsamer einstellen? Ich finde das irgendwie. Bei Kamera. Einstellungen, Kamera. Da ist ein Pteranodon. Das gerade rumgeflogen ist, ist weg jetzt. Oh, da! Da ist ein Peter! Sweetheart! Sweetheart! Kann man da hoch? Lass da nicht etwa Gigio her? Gigio her! Man kann auf der Kompass auch immer den Gruppenleiter sehen. Mit der Krone. Echt? Oh ja! Oh, der zappelt ja ganz schön. Wo läufst du denn hin? Komm hier hoch! Ich lauf hier zur Quest. Du läufst hier zur Quest. Hier ist eine Quest. Ich dachte, wir müssen hier nach oben. Nee. Oh. Wo ist ein Drache? Wo ist ein Drache? Klippenschreiter. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo ist die Drache? Oh lol, ja. Ich glaube, es ist eine Vivian. Ey, in Ego-Perspektive ist ja richtig lustig. Klappt ganz gut, ja. Ich würde empfehlen, das Sichtfeld höher zu machen, aber wenn du kein Problem hast, ist okay. Okay. Also wir müssen hier runter, hast du gesagt? Ja, auf der Karte sagt ja, sollen wir hier. Wahrscheinlich uns ja, das hier. Unten. Genau. Oh, man darf da nicht so viel
Yep, es ist wie ein Witcher. Kann man heilen. Ja. Oh, danke schön. Es ist ein bisschen die Frage. Oh, danke schön. Ist das ein Zelt? Oder? Warte mal. In der Höhle. Achso, das meinst du. Na, das ist ein Zeinsiplilo. Warum? Ach, ihr müsst, okay. Also, ihr haltet euch nur in dem Pilzfeld, ja. Ah, schön. Also, bei mir droppt was und. Ah, ne, doch, unter jedem von euch erscheint das. Sweet. Okay. Dann wir mal in das Zeinsiplilo-Gewölbe. Ja, wir können ja mal gucken, wie das ist. Ob da jetzt, ob wir dann alle alleine da drin sind oder. Ich hoffe mal nicht, das wäre ja voll kacke. Das weiß ich von einem Freund, schreibt Topsa. Ich sehe euch nicht, ihr seid unsichtbar. Ich bin noch am Laden. Okay. Ja, hi. Ah, okay, nice, ich sehe euch. Ich bin auch gar nicht drin. Ja, du warst noch im Inventar, oder? Ja. Hallo! Es gibt ja immer diese. Charakter machen dann ja so eine Animation, wenn man im Inventar ist. Oh. Leute, habt ihr was zum Hacken? Ich hab Glitzerstein gefunden, den hätte ich gerne. Nee, ich glaube, das ist eher so ein leuchtender Pilz. Nee, ich glaube nicht. Ich kann das vielleicht ernten, aber irgendwie geht das nicht. Hier, hier, guck, das ist ein Stein, das ist kein Pilz. Ich will den haben. Nimm, nimm, nimm. Ist bei euch die Kamera auch manchmal so komplett verrückt? Nee. Inwiefern? Woran liegt das? Ja, ich bewege mich ganz normal, auf einmal springt es um 180 Grad. Nee. What? Ich bin an. Ja, oh. Bei dem wurde ich. Wie schnell habt ihr die Dreh. Ach, das ist in der. Ah, ich hab die falsche Drehgeschwindigkeit. Ich bin richtig schnell. Links oder rechts? Wählt weise. Ist das eine Karte? Oh, Tatsache. Wo sind wir denn? Also nach links. Wir sind rechts unten. Ach, da. Da sind zwei Questpfeile: Aufzeichnungen finden und. Gift besorgen. Kann hier nichts also links machen. Links ist eine Sackgasse. Ja. Ja. Schade. Drago Scalebound heißt der Typ. Natürlich auch ein Name. Der ist wahrscheinlich von meinem. Also von unseren ganzen Namen verwirrt. Hm. Weil wir sind ja voll die geile Ghetto-Gang hier, ne? Ja, ja. So wie wir aussehen. Wir haben nichts Gutes im Sinn. Nichts Gutes. Eigentlich, wir müssen ehrlich sein, der Einzige, der nichts Gutes im Sinn hat, ist hier Dobsa. Ich meine, schau ihn dir an. Sieht so unschuldig aus. Ist leider rosa, ist euch das mal aufgefallen? Rosaner Dude. Na sowas. Oh, ich glaube, hier waren einst mal Gegner. Hm. Ach, Herr Jemine. Guck mal, eine Symphonie aus Lava und Pilz. Mhm. Geil. Jetzt haben wir uns noch Gegner übrig gelassen. Nee, ich glaube nicht. Ist alles tot. Aber da können wir die Aussicht schöner genießen. Schau dir das mal an. Da ist noch was. Oh, ja. Hoppst du wieder runter? Ich kann sogar angreifen von hier. Ah. Die haben auf mich geschossen. Ah, was? Oh, wir können hier runterlaufen. Ach, das ist okay. Oh, ich habe Mate gefunden. Leute, hier ist kann eine Spinne. Man. Okay. Oh, und hier sind hinter uns jetzt Gegner aufgetaucht. Nee, ich fürchte, das ist ein Krebstee. Das hat zu wenig Beinchen. Oh, echt? Ja. Okay. Wir sind schon krass. Seit wann haben wir einen Bogi hier? Das ist ja immer der Drago. Ach so, unser neuer Buddy. Ja, unser Guide. Ah. Kann man runtergehen? Guck mal, da sind ganz viele Menschen. Doch, hier kann man runtergehen. Ja. Servus, seid ihr neu in ESO? Ah, was? Wir sind Vollprofis. Wir spielen das Spiel schon seit. Wann ist das rausgekommen? 2012. 14. Wir 16. 2000, ja, genau. Hast du denn irgendwelche Fragen? Kann ich dir helfen? Soll ich dir erklären, wie das Spiel geht? Oh! Oh,
Und trotzdem mit der Regel, wenn du ihn gut auflevelst. Ich gebe alles. Ich gebe alles. Ich gebe alles. Guck mal, hier ist aber noch unser kleiner Dragoran. Ey, ich glaube, wir sind richtig krass hier. Wollen wir zur Quest laufen? Ja. Oder noch besser, wir laufen durch den Wasserfall, weil dahinter was versteckt ist. Oh ja, es ist immer hinter dem Wasserfall was versteckt. Warte, ich muss noch looten. Ich habe dem ernsthaft Eiter abgesaugt. Eklig. Eklig. Ernsthaft, ich komme. Oh mein Gott, ja, es ist immer was hinter dem Wasserfall. Ganze 30 Minuten Spielerfahrung. Ey, mindestens. Kann schwimmen. Mindestens. Also, ich kann dir sagen, wir haben sogar eine Geschichte rendern lassen. Oh, da ist ein Krebs. Ja, die weißt du natürlich auch noch. Ja, ich weiß noch, ich war ständig in der Bibliothek als Kind und war wissbegierig. Und deswegen bin ich ein Hochelf oder so. Ist der da? Haben wir schon wieder einen neuen Buddy hier? Ja, ja. Ist ja krass, ey. Die mögen uns. Denk dran, zweimal die Taste klicken ist eine Rolle. Ja, ich muss das nochmal irgendwie umlegen. Ich hab das so nicht. Das kann man bestimmt auf eine andere Taste legen, oder? Ja. Ja, ich hab's wohl umbelegt, aber ich weiß nicht wohin. Lebt Dopsa noch? Ja, ne? Ja. Ach, hier ist so ein Himmelsscherber wieder. Oh, nice. Okay. Nee, aber jetzt Spaß beiseite. Das hier ist hier unser erstes Mal ESO. Also bei den meisten von uns. Einer von uns hat natürlich voll Ahnung, aber wir sind beide so Frischlinge und wir kommen allerdings aus der Skyrim-Zeit. Deswegen habe ich tatsächlich gerade, also wir wissen ungefähr noch von damals, bis wir die Klassen können. Also quasi Hochelfe Mana und Rest für Nicht-Mana. Mehr habe ich mir nicht gemerkt. Und ja. Also ich würde schon sagen, dass wir hier neu in dem Spiel sind. Ah! Ich bin gerade am Leveln. Echt? Oh. Ich mach das. Wo kann ich eigentlich meine Mana sehen? Ja, links das Blaue. Wenn die Mana links voll ist, dann siehst du die auch nicht mehr. Ich habe jetzt in alle drei Bäume gespeckt. Alter. Oh, nee, habe ich nicht. Doch, habe ich jetzt. Okay, frag mich, ob ich hier gefährlich bin. Also bin ich am Blitzen oder? Oder aktuell mein Vieh? Hier. Ah ne, da ist noch einer. Er läuft doch gut. Na? Heil euch mal. Auch wenn ihr nichts abbekommen habt. Doch, aua. Fleischwunde. Ja. Lass mal drauf pusten. Ja, mach mal bitte. Und Flästerchen hätte ich gerne auch. Ich schreib da meine Pilze drauf. Geil. Das wird schon gut gehen. Stell mal vor, du kommst mit so einem kleinen Beutelchen Fläster mit so Pilzmustern drauf. So, hier, ich hab das vorbereitet. Mein ganzes Bein ist ab, aber kein Problem. Flästerchen. Ja. Geil. Träumchen, Marco, Träumchen. Ja, siehst du. Ich bin ein guter Healer. Oh, lol, guck mal, hier ist so ein Pilzkäfer. Oh, hier war einer. Never mind. Also hier wieder zurücklaufen. Mhm. Bin gespannt, warum bei mir die Meldung kommt. Du bist voll. Ja, ich will gar nicht gucken. Eine verborgene Ernte habt ihr auch noch, ne? Als Quest. Ja. Okay. Verdorben. Verdorben. Nee, verborgene Ernte, nicht verdorben. Wollt mir nicht verderben? Nee, wir sind verdorben. Vergiften. Ah, das war's. Auf jeden Fall nach Norden. Nach Norden? Denn wir sind verdorben. Ah! Sollten wir dann auch, ne? Oder? Ja. Also, folgt mir mal. Ich weiß, wo Norden ist. Das ist sogar, wenn man in die Richtung guckt, dann wird im Kompass auch angezeigt, welche. Ja, wie das heißt. Möchtet ihr wissen, wie ich gerade spiele? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, irgendwas wird schon passen. Hey, ich auch. Echt?
Scheißegal, wegen Time. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Geil. Die lassen ja Sachen fallen hier. Ja. Ein Jute Schulterpolster. Oh, das ist eine Heilerin. Das ist eine Heilerin, murksen. Habe ich gemurkst. Oh lol, der eine rennt weg, der Bogi. Bye-bye, Bogi. Es war ein Triple B. Ein Ahorn-Blitzstab. Der, oh, den nutze ich. Oder den habe ich eine Zeit genutzt. Der ist okay. Ah, stimmt. Warte mal, Leute. Wir müssen ja... Uns wird doch gesagt, dass wir auch die Waffen skillen können. Lass mal gucken eben. Wie? Was? Weiß ich nicht, wie. Also gehst du auf Fähigkeiten? Ne? Ja, auf genau. Waffe. Waffe. Zerstörungsstab. Oh ja, ich hätte einen Kraftstab oder eine elementare Wand machen können. Oh, anscheinend habe ich aber noch einen Fähigkeitspunkt. Da steht Fähigkeitspunkt 1. Ja, du hast, kannst einen verteilen. Oh, gut, dann habe ich jetzt den Fluch. Was bist du für ein Level? Weiß ich nicht, wo kann ich das sehen? Oben links. Oben links, Lebens 4. I. 4. Sind 4. Geil! Oh, Lederfetzen. Kann ich die Sachen direkt ausrüsten? Nein, ne? Ich glaube nicht. Rüstung. Ihr macht das da hinten, ne? Ja. Auch wenn du keine spielst. Gegenkämpfe im Kampf da auch schon mehr. Ja. So, jetzt. Krasse Schuhe. Nice. Entschuldige, das war mein. Vielleicht habe ich das erste Playthrough gelesen. Du mach dir keinen Kopf, ich habe nur einen Spaß gemacht. Ich mache immer Späßchen. Also du darfst das nicht so ernst nehmen. Also ich habe immer einen Clown gefrühstückt, okay? Also, keine Sorge, mach dir mal keinen Stress. Das ist unser erstes Mal. Wie gesagt, wir kommen hier aus der Skyrim-Ecke und ja, lernen das Spiel jetzt kennen. Wobei, ich kann dir direkt sagen, ich bin so ein bisschen skeptisch, weil ich immer Angst vor MMORPGs, weil die immer euer Inventar ist voll. Krasses Suchtpotenzial haben. Echt? Wegwerfen. Kannst du? Das sind zu viele Sachen mit 0 Gold. Warum sollte man die wegwerfen? Ja, okay. Wert. 0 Gold Sachen. Ich habe eine Frage. Ich habe hier zum Beispiel Eisenschulterschutz des Lebens gefunden. Ne? Ja. Ist aber schwer. Das brauche ich nicht, ne? Also kannst du mal gucken. Du hast unten steht, du hast 5000 Gold. Wo hast du 5000 Gold her? Ja. Die habe ich doch, als ich ausgeloggt bin, stand da, ich kann 5000 Gold beanspruchen. Ah, da, cool. Da habe ich gefragt, ja, was. Gold. Ja, ich hätte dann gefragt, was macht das? Und habe keine Antwort bekommen. Ich habe einfach mal geklickt. Dachte mir, ach, ist egal. Oh Gott, sehe ich scheiße aus. Ach du Scheiße, Leute. Mhm. Cool. Was machen Glyphen? Die kannst du auf Rüstungen draufpacken. Ah, okay. Und ich habe hier eine vererbte Halskette. Mach ich mal. Eine coole Robe. Eine coole Robe? Echt? Hast du schon gefunden? Ja, wir haben so viel hier. Gute Mann. Warte, ich muss, Kann man beim Essen echt aufpassen. Zeig mal. Oh, wieso hast du denn schon so eine schicke Robe? Tja. Ist das eine Robe des Lebens? Nee, Magika. Oh, wieso hast du denn schon so eine krasse? Eine Jute-Robe der Magika. Oh, gib richtig. 700 mehr Magika. Was? Tja. Ich habe nur Sachen des Lebens. Stiefel eines Reisenden und Tunika eines Reisenden kann ich wegwerfen. Ja, ich glaube, das sind die Standardsachen, die man hat. Ah, okay. Okay. Schild weg damit.
Das sind aber einfach nur Slots, ne? Das ist kein Gewicht. Ja, genau. Gibt's auch irgendwie einen schnellen Knopf, wie ich wegschmeißen kann? Stimmt. Okay. Eine Kassette ist hier. Ich mach die mal auf. Oh, die Viecher sind neu gespawnt. Okay. Abracadabra. Ich liege auf dem Boden. Ja. Direkt neues. Bin ganz hoch gerade. Dankeschön für den Follow. Ja. Echt? Nee, hier ist die Quest, glaube ich. Schaut mal, hier ist so ein Buch. Ja, das ist tatsächlich das. Oder ist es die Giftpflanze? Oder? Nee. Nee, das auch ist das die Aufzeichnung. Das lese ich mir jetzt nicht durch. Ja, total. Ich glaube, ich darf Tim nicht so verurteilen, dass er die Quest nicht durchliest. Ich sag ihm das nächste Mal so, ja, du hattest recht, Mann. Nur eine Truhe dahinter, ne? Wo man aufschließen muss. Ah. Oh. Mit F oder wie? E? Was, man hat nur 20 Sekunden. Hä, ich kann das gar nicht aufschließen. Ja, weil der gerade ist. Ich glaube, das ist gerade belegt. Ach so. Okay. Ich hab mal 8 Sekunden. Ja, beeil dich mal. Ich hab's auch. Was? Okay, ich kann auch die Truhe aufmachen. Dankeschön. Aber ich kann sie nicht aufmachen. Ich kann sie auch nicht benutzen. Da war ein cooler Helm drin. Sie ist verschwunden. Also kann nur eine Person die machen. Was? Ja. Dann guckt euch mal diesen Helm an. Das ist ein mittlerer Dunkelelfenhelm. Kannst den bestimmt auch in den Chat. Sieht ja lustig aus. Ah. Okay, also solche Truhen kann nur eine Person aufmachen. Okay. Sonst, was macht ihr dann? Macht das denn eigentlich? Ich geh mal über die fließende Lava. Bitte? 700 Ausdauer gibt da der Hut. Braucht jemand von euch dringend Ausdauer, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Es sei denn, ich wechsle noch auf irgendwas. Ja. Komm mal mit. Hier geht's weiter, ja. Leute. 700 scheint halt ziemlich viel zu sein. Wenn so ein Level-Up nur so 100 gibt. Ja, denke ich auch. Ich habe ein facettenreiches Auge gefunden. Ein Edelstein. Ach, neu. Was denn? Das ist neu. Mit meiner Frostfähigkeit, jetzt kommen euch auch so Stacheln aus dem Rücken raus. Tim schreibt, darfst du nicht? Nee. Natürlich muss ich dich damit hochziehen. Hallo, man muss ja die Quest durchlesen. Aber das Buch hätte ich auch nicht gelesen. Verdammt, weißt du, wieso hörst du jetzt auch zu? Ah, lustig, Mann. Habt ihr eigentlich Musik an? Ich habe gar keine Musik hier. Nee, ne? Habt ihr Musik? Leise. Audio. Musik. Hier ist keine Musik einfach. Okay, schade. Soll ich dir was singen? Nee, es gibt Kampfmusik immer nur. Ja. So. Au! Kriegt Schaden, wenn ihr hier runterfallt. Ja. Wo müssen wir überhaupt? Wo seid ihr? Da hinten. Wir sind runtergesprungen. Einfach runterspringen. Ich kann euch ja heilen. Geil. Ich glaube, außerhalb des Kampfes halt man den generell, oder? Kraftschlag kann verändert werden. Ein Schwarzfall, Meisterschütze oder was? Oh. Nee. So witzig, ne? Ich drücke einfach wieder meine Tasten und irgendwann fällt der schon mal um. Ich mach das alles gar nicht bewusst. Platzt. Sind wir so krass? Also. Ja, wir sind, glaube ich, übel. Okay. Also, wir gehen jetzt alle hier um, damit wir dann das Gift platzieren können, ja, klar. Um ihr zu vergiften.
Verstehe ich nicht. Das ist ein Getränk. Was sollen wir denn sonst machen? Die spawnen doch immer neu. Die spawnen. Tim sagt schon immer die ganze Zeit. Okay. Oh, ich habe hier was gefunden, Leute. Das ist geheim. Folgt mir mal. So ein Schlitz. Oh, das lohnt sich. Komm mal rein. Komm mal hier rein in meinen Partykeller. Aber bringt Bier mit. Bringt Bier mit und Chips. Ich habe ein Weizenbier gefunden. Worden. Oh. Ernsthaft? Gib eins ab, Mann. Schau, was ich gefunden habe. Das ist Twius, der Schockfürst. Stockfürst. Oh, lol. Ja, das ist der Stockfürst. Er ist tot, der Stockfürst. Ja, ich glaube auch. Deine Mutter ist overlevelt. Bitte, oh, der hat aber gutes gedroppt hier. Ja, hat der auch einen Namen, der Dude. Coolen Lederriemen, der mir auch nochmal 280 Magika gibt. Wie kann ich meine Skills verschieben? Und in der Leiste. Hab schon gefunden, wie. Okay. Ich habe sogar eine R-Taste. Das ist dann wahrscheinlich eine krasse Fähigkeit. Ja, Level 12. Okay, ich höre irgendwie Kampfmusik. Keine Gegenstände. Ja, ich habe hier. Oh, Entschuldigung. Ich habe vier Gegner. Weg damit. Okay. Denk dran, blocken, ne? Ja, genau. Was? Achso. Habt ihr schon einmal geblockt nach dem Tutorial? Auch nicht, einmal. Oder? Okay, ich mach das so ab und zu, damit ich richtig lässig rüberkomme. Besser durchsuchen, hey. Tagebuch 1 gefallen, Offiziers. Nee, das lese ich auch nicht. Ach ja. Wir können uns ja was dabei denken. Ja. Oh, da ist so ein Dude, der hat auch so einen kleinen Dopser. Slash Dance. Samanin Brip. Samanin Brip, was ist Brip? Brip? Steht hier im Chat. Das hat vorhin irgendwann einer geschrieben. Was ist denn Brip? Also ich habe jetzt das Gift besorgt. Ja. Vergiftet die Ernte. Oh. Ah! Leute! Was ist los? Be right back. Nee, ich meine nicht BRB, sondern BRP. Das hat jemand im Alle-Chat geschrieben. Hier, ich lese mal vor. Samani Brup. Brup. Ich glaube, das ist irgendwie. Das scheint mir ein Bot zu sein. Ich weiß nicht. Ich kann das eine Gold nicht mehr einsammeln. Ah doch, jetzt geht's. Ja. Nein, ich meine nicht Be right back. Ich meine ein Brup. P. Entschuldigung. Also nicht Brup, sondern Brup. Hört man den Unterschied so schlecht? Rede ich so undeutlich? Sag mal. Brip. Achso. Warte, jetzt habe ich hier meinen Monitor voll gespuckelt. Tja. Du hast die Kamera nicht benutzt. Gut, dass ich die Kamera gerade nicht benutze. Oh, das stimmt. Gespuckt. Aber ohne Witz, wenn wir mich dann schon im echten Leben sehen hier. Tja. So, als Dunkel denn? Elf ist nicht schön. Ah, ich bin Hochelf, kein Dunkel. Achso, dann. Wir müssen hier lang. Oder ja. Schickes Frauenkleid, by the way. Gab's das auch für Männer? Ich lass es dich wissen, ich bin ein hoch angesehener Magier. Ja, mach einen schönen Booty, trag das ruhig. Ich frag nur für wen du. Alter, pass auf, ich schneide dich gleich mit meinem Helm. Das sind doch nur Haare. Ich box dich gleich hier mit meinem Stäbchen. Pilzwuchs kann nun verändert werden. Das ist eine meiner Fähigkeiten. Das hatte ich auch gerade, ja. Mach das mal.
Es ist ein altmodischer Schottenrock. Oh, das kann auch sein. Das heißt, dass er traditionell keinen Schlibbi drunter trägt. Ich weiß ja nicht. Ich guck grad mal hier. Klasse. Oh, schaut mal, hier unten ist irgendwas. Ja. Hier. Eine unterirdische Quelle. Ach so, hier ist die Quest. Ja. Vergiften wir das mal. Ja. Gib ich hier einfach ein bisschen Limo rein, ne? Wirklich. Bisschen Limo. Weil ich glaube nicht, dass nur die Ernte davon betroffen ist, aber hey. Hey, wieso ist da Limo? Also, das letzte Mal. Kannst du mal in die Lava springen, Marco? Nein, das war ein Scherz! Geh raus, Mann, geh da raus! Sag mal. Alter, du kannst dich ja wirklich heilen. Ich bin auch in der Lava gewesen. Geil. Alter. Nice, Mann, dankeschön. Oh, ist die Kiste da? Nee. Keine Kiste. Bestimmt einmal aus dem Gebiet raus und dann. Ja, aber das ist ja. Da hier andere fremde Leute sind, ist das so open. Pipapo. Ich glaube nicht, dass sie dann respawnen, wenn wir nur raus wieder reingehen. Warte, das sind ja Bösewichte hier. Du? Nee, diese Eis. Ich glaube, ich habe ein Level abgemacht. Bei mir sinkt alles. Ja, du bist Level 5. Geil, ey, ne? Ich mähe hier durch. Kein Problem. Was erlernen wir denn als nächstes? Instabil. Oh mein Gott. Ich kann ein Clan-Ban beschwören oder ein Clan-Ban. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mach ich mal. Ey, kann ich gar nicht. Hey, da ist gar kein Plus. Ich glaube, ich kann das gar nicht erlernen. Das verstehe ich jetzt. Du musst nicht zuerst anfangen. Geh mal oben auf den Kopf. Ich sehe keinen also Kopf. Also du kannst, du hast noch keine Fertigkeitspunkte, du gehst ach ganz so oben auf den Kopf. Ah, lol, und lol. Du musst erst deine Stufenbelohnung beanspruchen. Das sind zwei Attributspunkte. Habe ich. Zwei. Ah, okay. Also kann ich jetzt den instabilen. Wo ist denn der instabile? Ah, guck mal. Ich kann jetzt aussuchen. Ich kann jetzt einen Clan-Ban oder einen explosiven Begleiter beschwören. Oh shit, da muss ich eh nämlich eine Mumie aus. Ich, ja, der, oh. Der untere explodiert hat. Der obere? Achso, der stirbt dann sofort. Ja, will ich lieber einen Clan-Ban oder einen Clan-Ban. Ah, guck mal, Kevin Knox, der hat uns aufgeklärt. Warte. BRP bedeutet anscheinend Black Rose Prison und ist wohl eine 4-Mann-Arena. Ach so, ein Dungeon. Okay. Verstehe, danke fürs Nachgucken. Guckt mal unter, wenn ihr N drückt, vor den Nachrichten. Die Wiebke hat jetzt drin. Oder wem gehört er? Doch, Wiebke. Was ist denn die noch? Oh, guck mal, ich habe einen kleinen Raptor. Oh, sweet. Ist schon witzig. Alles cool. Oh, Dopsa, du hast dich entwickelt. Guck mal Dopsa. Hier, wenn ihr N drückt bei den Nachrichten. N. Habt ihr tägliche Belohnungen, falls ihr die auch nicht genommen habt. Nee, das ist, glaube ich, diese 5000 Euro, die ich habe, oder? Ach so, ja, genau. Und in ein paar Stunden, 5 Stunden steht, da gibt's XP-Bonus. Geil. Wieso seid ihr alle Level 5? Tja, Marco, manche Leute sind fleißig und manche chillen nur. 89% von dem Level. Ich weiß nicht. Ich muss mal ein bisschen grinden. Grinde mal. Kevin, kommst du? Ja. Oh, hier lang? Wahrscheinlich wieder raus, oder? Ja, genau. Ja, ich vermute mal. Das ist ja schon abgefahren hier. Geh mal in die Ego-Perspektive für das volle Erlebnis. Hm. Oh, das ist wirklich viel cooler. Da kriegst du hier durch die ganzen Sachen. Oh, das ist ja mal abgefahren. Oh, lässig. Und hier raus. Läuft bei mir. Ja, Mann. Dopsa, du hast dich entwickelt. Du bist jetzt ein krasser Dino.